So, Chat, UFC, wir gehen mal rein, das Spiel. Habe mich eigentlich sehr darauf gefreut, das mal auszutesten. Boah, also ich war auf UFC 4, war ich so gehypt. Das hat mich so gebrochen, weil es so schlecht war. Was mir jetzt schon mal missfällt, sind zwei Sachen, die sie nicht geändert haben. Und zwar Gewichtsklassen kannst du nicht auswählen, schon mal sehr vermockt. Und dass du dich nicht hochkämpfst zu einem Titelkampf. Passt irgendwann, wenn du viel gewinnst, hast du einen Titelkampf. Aber wenn du diesen Titelkampf gewinnst, dann musst du so lange verteidigen, bis du verlierst. So, Light Heavyweight. Oh, Jan Blachowicz. Oh, Dominic Reyes, Glass Jaw. Oh, No Time könnten wir nehmen. Boah, Johnny Walker könnten wir auch nehmen. Chuck Liddell, Digga. Okay. Oh, wir könnten Easy, aber Easy ist so ich. Wie viel Zeit habe ich noch? Habe ich noch Zeit? Ja, ich nehme John Jones. Oh, Jiri. Oh mein Gott, Jiri, krass. Okay. Okay, ich bin sehr gespannt. Okay, Chat. Jiri ist top up. Okay. Das ist ein bisschen Motion Blur mäßig. Takedown! Vom Kai! Bestes. Wie kann ich denn. Straight ist gut. Oh mein Gott! Oh mein Gott, Digga, er macht Dampf. Schon zum Körper ein bisschen gehen. Oh mein Gott. Oh mein Gott, er macht Dampf, Digga, der Bastard. Oh mein Gott, Digga! Ein Uppercut. Oh mein Gott! Mein Gott, Digga, mein Iron Chin. Digga, er ist der Beste, Mann! Der macht so einen Dampf, ne? Aber er kann. Schon zum Körper. Takedown. Digga, wie kann ich denn nicht was machen? L1, hä? Wie kann ich das blocken, die Transitions? Ein paar Jabs. Boah. Schön auf Range halten. Was? Oh mein Gott, Jones! Jones! Holy shit! Digga, wie kann ich denn Transitions blocken? Blocken mit L2 linker Stick? Ja, das war damals so. Boah, Digga, aber seine Ausdauer ist fast gefickt. Ihr seht oben, dieser gelbe lange Balken ist die Ausdauer. Ich muss für Takedowns gehen. Oh, okay, jetzt hat er wieder. Straight und. Zack. Schöne Arbeit zum Körper. Oh mein Gott, der. Oh.
continue to throw, and he'll continue to wear on his own gas tank. Well, he keeps going back to the well with that left hand, just out of rhythm. No! Und jetzt gehe ich hoch. Nee. Schön zum Körper. Zum Körper. Und jetzt zum Frontkick. Und jetzt Highkick. Oh. Schön zum Körper. Bitch. Nein. Big storyline starting to develop here. That cut really starting to gap wide open as this fight continues. And you can watch him, you see him. You can see it becoming his focus as he's popping him on that cut. And it's starting to open up more and more as the fight goes on. Well, no denying the durability on the other side, but at this point, you just got to find that kill shot and get him out of there. A lot of times that comes with reps. That comes with taking your time. You get excited and you... Nein! Mach okay. Oh, he lands a massive kick here. Oh! That's a right hand. Fuck me! 30 seconds to go in round two. Well, we may have the best cut men and women in the business, but I'm not sure they're gonna be able to do much with that cut. It can... Oh, there's that kick! Aus dem Nix! Er dachte die ganze Zeit fucking Body Kick. Woo! Digga, war sein erster geiler Fight, Chill. Let's get it. Ladies and gentlemen, referee Herb Deans called a stop to this contest at 4 minutes, 52 seconds of round number 2. Declaring the winner by knockout, John Bones! Digga, ist geil. Gänsehaut, geil gemacht, Digga. Geil gemacht, Chill. Okay, was für eine Division kommt jetzt? Hoffentlich Middleweight. Oh, Leichtgewicht. Oh, es ist Tony Time, Bitches. Tony nur 4 Sterne. Tony Ferguson ist er. You ready to fight? Ready. Well, I saw a lot of common opponents between Jorge Gamebred Masvidal and Tony Ferguson, but one way or another, they have never shared the octagon until tonight. I mean, this is just fun. You have Tony Ferguson, who is so different. In his approach to fighting, and Gamebred is just a savage. Two old school savages, OGs, looking to make their mark in the UFC once again. Oh, Digga, sind alle so am Ölen. Hallo, Tom. Alter, Tony, der alte Mann. Shades and Blades? Oh mein Gott, Digga. Well, he's doing a nice job here blocking these shots. The chin is tucked, the hands are high. Pretty good job defensively thus far. Great job defensively. He's seeing everything coming. Back and forth we go. 26 total strikes have found the mark for Jorge Gamebred Masvidal. Starting to do some really significant damage to the body here. Another strike lands there. Ferguson's hook shot there looked pretty good, but blocked by the defense. An elbow. Under 3 minutes now to go on the round. Oh, and he caught the kick. Well, looks as though that strike maybe opened up a cut around the eye area. Yeah, it looks like that strike opened up a cut, John, but it's nothing to worry about now. But he's got to start to protect it. Well, champ, I don't see that well, but it's hard to miss the red. Mein Gott, Digga. Bodily investment from his opponent tonight. Yeah, it's an investment, John. It may not pay dividends right now, but the more you go there,
the more damage you do, eventually it will show itself. Right now, it's starting to show. Just a stand-up row, Masvidal is a handful for anybody, man. Technique is tight. Everything comes from where it's supposed to. Comfortable and confident is Jorge Gamebred Masvidal. Well, that eye area is getting bloodier with every passing strike. It's like a target, and he keeps going to it, and you see it's starting to get worse as the fight is going on. Tags him with the uppercut. Oh, man. An uppercut. Now he's back up. Well, he rocked him, but couldn't finish. He rocked him. He hurt him bad. He couldn't find that one shot. What a connection by him there. His opponent could be out of here soon, DC. He's almost done. I mean, when you get hit with a shot like that, you don't know whether to run, hide, grab, or wrestle. Huh? Es ist Tony Time! Hey. Ey, Soldier, bist du schon drin im Spiel? Danke für den Resub und Jerry, danke für die 7. Das ist so okay, vor schwierige Runde, Digga. Er ist noch vorne ein bisschen. Nein, es laggt. Es ist T-Punk! Let's get it! Gerade Jorge so getroffen! Show me that shit! Ausgerechnet Mars wieder kassiert das Ding! Digga, was ist das für ein Animation-Chat? Hilfe! Crazy! Bruce Buffer, give it to me! Ladies and gentlemen, referee Herb Dean. Really? Yeah, yeah. 8 seconds of round number two. We're playing the winner by knockout, Tony El Cucuy Ferguson. El Cucuy ist zurück. Das will ich noch einmal von Tony in echt hören, wie Tony meinen ausnockt. Get up. Geht. Wie viel willst du? Ich kann es ja aussuchen. Ja, nimm doch Dings, damit du Connor spielen kannst. Ist fein. Nimm Lightweight. Da muss ich einnehmen, Chat. Achso, ich dachte, das ist der Diamond! Jetzt hat er so weh getan damals, ne? Wo der da runtergeht und dieses Ding kassiert und einfach ausgenockt war, oder? Boah. Ja, fühle ich, Digga. Das war so ein Schocking-Moment. Ich hatte so, mir war so richtig, ich hatte so einen Stich im ganzen Körper und mir wurde warm. Ich dachte, ja, das kann nicht sein. Ich hab den noch nie aufgenockt gesehen. Ja, bei solchen Leuten immer ganz komisch, die noch zu sehen. Wie macht man das auch ähnlich einstellen? Blocken tust du R2. Da oben. Ja, das weiß ich, das weiß ich. Die Calf-Kicks. Oh, okay. My leg was a balloon! My foot was a balloon. Ich vermisse den so sehr, nur für diese Sprüche, ne? Oh, gut. Die Chicken Legs. So many outstanding coaches out there, not the least of which is Mike Brown, who finds himself firmly in Poirier's corner as usual here. Wie kann man die Auslage drehen? Weißt du das? R3, einmal reindrücken. Ja, das nervt mich auch bei Connor, dass er halt Linksauslage ist. Well, few fighters manage distance as efficiently and as well as Conor McGregor, and there's that left hand finding its home early. Oh, he does a great job of setting you up, man. You saw it in the Jose Aldo. The Notorious Conor McGregor. Digga, was war das für ein Ding, Junge? Weil ich mich rein. Was war das denn? Ich hab mich reingedreht. Achso, hast du dich reingelehnt? Boah. Die Animation ist geil gemacht, oder? Das ist geil gemacht, das ist übertrieben geil. Ich hab mich reingedreht, ich wollte so auf Happen oder Welle machen und Mohamed Ali. Machen. Ja, perfekt, Digga. Und erster Eindruck?
Boah, erster Eindruck echt stabil. Ich habe das letzte habe ich gehasst, das ist UFC 4. War ich so enttäuscht von. Aber das sieht echt, also auch die Animation so, die Knockout-Animation, schon ganz geil gemacht bis jetzt. Okay, kann man krass. Das auf Englisch stellen, dass die Kommentatoren Englisch sind? Ja, dann ich mal gleich rein. Ja, auf Deutsch ist richtig ätzend. Oh. Haben wir 5 Runden? Ah ne, 3. Hat doch 5, oder? Ja. Ja, es ist 5 Championship Rounds. Ah, auf die Chicken Legs darauf treten. Aber also mit L1 machst du so einen Lenson Hook. Ja, ja, ja. Okay, okay. Den habe ich eben gegeben, deswegen warst du K.O. Ach so. Okay, gut. Oh, das ist drops the straight left on you that can end your night. He not only throws this fast, he also is so accurate, and that allows him to finish so many fights. Ooh. McGregor gets caught with that punch. While fear is not a factor for this striker, coming out swinging early as we expected, everything being thrown with fight energy. Wenn du stehen bleibst, komm, dann stehe schneller. Ja, ja. Kann man irgendwie Power Leg Kicks machen, Chat? I'm the best boxer in the UFC, baby. We'll show you your mouth, you my rat. Ah, Slack leuchtet schon ein bisschen. Ach, Full was a balloon. Falls wir durchhalten. Oh, ach so. Oh. Oh, schöner Check, Digga. Oh, okay. Ah, was jetzt? Goes by the boards. He had him stunned, nearly finished, and now his opponent has recovered. His opponent recovered. Oh, my leg. Should have got the fight finished at that time. Lead kick is true there by Holloway. All right, now you see some visible damage on that calf. We'll keep an eye on that. You gotta watch it. I mean, this kick is so damaged. Yes, yes. Massive knee to the body land. Kommt man da raus, frage ich mich. Ich glaube einfach nach hinten weg, glaube ich, mäßig. Ja, ja. Also das als Turniergame so mäßig? Ja, macht safe, Bob. Mit Influencern? Ja, safe. Ist ein jeder kann zusammen machen. Ja, und dann irgendwie, keine Ahnung, der Finalkampf geht um 1000 Glocken oder so. Hm. Schon geisteskrank die Anspannung in einem 5-Runden-Fight. Oh, hey, du Batzer. Ich wollte. Okay, okay. Okay. Auf den Fall Play. Oh, schöner Slip. Eeeh, Stenker. Let's wrestle. Dachte, du hast deine Bang gemacht. Dachte ich auch, aber das war wegen Rematch. Das war nicht anders drin, weißt du? Ah, Gott, steh auf. You hit the deck like a bitch. Oh. Oh mein Gott, du checkst die Kicks so gut. Nein, ich will ihn gar nicht greifen. Oh.
Das machst du mit 4 und X. Ja, 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 hab ich aus Versehen. Aber eigentlich ist es ganz praktisch, wenn man da ab und zu mal so ein... Ja, ist gut. ...das Ding durchgehen kann. Chat, mach die Setup. Ah, ja, Körper. Er kracht. Oh, ich hab mich reinbewegt. Ah! Ach, das Setup des Kites! Head kick is blocked. Well, looks as though his leg is hurt here. Oh, mein Bein, oh mein Gott. Mhm. Oh, that body kick couldn't have felt good. I got a titanium chin bone. Oh. Oh, das merkt man ehrlich. Aber was macht Bock? Ich hab letztens gestern, glaube ich, sogar, oder vorgestern. 100 Mal besser als UFC Vierer gezockt. Und es hat gar keinen Spaß mehr, weil du schlägst, der andere kann einfach während deinem Schlagen einfach dich kaputt hauen irgendwie. Ja, das letzte war halt nur Spam. Du konntest nur Spam, ja, genau. Das letzte Mal. Das fühlt sich also auf jeden Fall schon besser an. So, mal gucken. Also, was mir auch genervt hat letztes Jahr beim UFC 4 war die Ausdauer. Dass die Ausdauer nicht runtergegangen ist. Man, jetzt haben wir auch noch viel Ausdauer eigentlich. Das ist eigentlich noch viel zu viel, finde ich, für 3 Runden. Gerade auch für McNuggets, Digga. Hat Holloway gut Ausdauer, weißt du das? Ja, ja, er hat eine der besten im ganzen Game. Oh! So the blood really starting to flow every time that area gets targeted, that cut's getting worse. It's getting worse and worse, and you see the blood starting to come down. That is what you watch the fighter to see what type of effect it's starting to take on. Whoa. Whether or not he's reaching forward, whether or not he's confused by where it's at. You gotta start to watch his reactions now as we go forward. Oh, yeah, big. Well, it's been a wild fight thus far, perhaps a contender for some bonus money. And... Just over 3 minutes now to go. Well, he's certainly keeping busy, DC, connecting with most of the punches he's thrown. Oh, du Scheiße. Oh, man, he's a hard. Oh, ich glaube, ich bin gleich down. Ja, es kracht. Well, maybe he'll look to set up that hook again. Oh. Und Schiss! Oh, ne? Oh. Oh! Boah, Digga, das ist so behindert. Ne? Das ist aber echt geil. Wenn man dann reinläuft. Ja, Kacke. Das ist high risk, high reward. Hier ist nochmal Uppercut. Uppercut R1, haben die neu gemacht. R1-Strike. Ah, ja, okay. Jab, Uppercut. Seems like the outcome here is an eventuality. Yeah, somebody needs to make a decision because this fighter is as tough as they come. He will never quit on himself. He'll keep trying, but sometimes you gotta save the athlete from himself. Oh, he's landed a high number of total strikes here in the latter stages of this fight. He's really picked up the pace and landing far more strikes than he did in previous rounds. Back
Moment. Schön. Safe bei der Glock. Fini muss da für den Prime. Gibt's Spinning Back fürs Chat? Es gibt auch hier Dr. Stoppage, ne? Dr. Stoppage. Ja, hab ich gesehen, hab ich vorhin gesehen. It's a Dr. Stoppage. Dr. Stoppage, Dr. Stoppage. Wie er das geschrien hat. Fuß gebrochen, Digga. Er kümmert sich darum, dass Dr. Stoppage ist. Ja, ja. Aber Ausdauer ist wieder verquatscht. Guck mal, Conor hat fast volle Ausdauer. Ja, in der vierten Runde. Ja, ja. Während ich so auf den Körper einhaue die ganze Zeit. Nein. Ja. Oh ja, jetzt ist es over. Oh mein Gott. Oh, oh Gott, wie viel reinbewegt. Was? Ich dachte, mein Dings jetzt zuerst. Oh, oh mein Gott. Mach den Chicken. Oh, dein Bein auch. Ich hab deinen Kick geblockt. Oh, mein Bein auch nicht. Wo bist du? Dude, man humpelt sogar jetzt. Ja. Ah, das ist der Check. Okay. Boah. Nein, ich hab mich gerade reingedreht. Ich hab gerade rechts einen Stick gemacht und dann nach unten. Shit. Ja, das Reindrehen ist ja. Aber ist krassig. Geil, ist geil. Wenn man den Dodge und dann eine Overhand geben kann, ist Killer. Und das macht auch dann mehr Schaden. Wenn du ausweichst und dann mit einem dicken Schlag kommst, ja, genau. Dann macht es übertrieben Schaden. Weil der andere, also die Kicks, ziehen übertrieben viel Ausdauer. Und dann bist du halt voll am Start. Gerade die Hände weg und dann kann der Kick fahren. Ja, schon geil gemacht.